Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil der englischen Woche. Der erste ist oben in der Infokarte verlinkt. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Denkt dran, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator und da sich das jetzt mit der englischen Woche wirklich sehr eng hält, was die Zeit angeht, kann ich hier nicht jeden Kommentar, der mal vielleicht fehlerhaft ist, nochmal überarbeiten. Dementsprechend seht mir das nach. Na jetzt viel Spaß mit Uerdingen gegen Meppen und ja, viel Spaß dabei. Nach dem ersten Auswärtssieg soll es für den KFC Uerdingen jetzt auch für den ersten Heimdreier reichen. Der SV Meppen kommt gar nicht mal so ungelegen. Sie verloren das Derby gegen Osnabrück mit 0:2, verschossen sogar noch einen Strafstoß. Also demotiviert reisten sie hier an und die beste Möglichkeit nach 6 Minuten hatte direkt Maxi Beister. Klasse Schuss, aber auch gute Tat. Mit dem rechten Fuß kriegt Gies den noch raus. Meppen konnte sich dann etwas regenerieren von der Derby-Pleite und dann kam sie auch zur ersten Möglichkeit. Leugers schießt diesen Ball aber in den Nachthimmel von Duisburg. Da war noch etwas zu wenig drin. KFC Uerdingen war aber die bessere Mannschaft, machte auch das Spiel vom 2:0 beflügelt. Gegen die Würzburger Kickers hatte es da ja per Traumtor von Kefir und einem schönen Treffer auch von Ibrahimay zum Sieg gereicht. Jetzt war es Maximilian Beister, der das erste Mal in der Saison treffen kann. 25. Minute. Schiebt da schön unten links ein, da ist nichts mehr zu halten. Der KFC Uerdingen war in Führung. Eine Stunde jetzt gespielt, die Meppner taten sich schwer, aber kamen dann zu dieser super Möglichkeit. Tangulic scheitert aber am Quergebäck. Das ist wirklich bitter, da es stark gespielt war. Dann hauert er den Ball aber etwas zu wuchtvoll ans Lattenkreuz. Und dann dieser Fehler von Aigner. Born erobert den Ball. 20 Minuten vor dem Ende, aber da macht er viel zu wenig draus. Es wäre schon mittlerweile das 1:1 im Bereich des Möglichen gewesen, aber nicht mit so einer Chancenverwertung. Die zweite Halbzeit war nicht sonderlich gut. Besonders von Uerdingen kam viel zu wenig, aber es wurde am Ende nicht mehr bestraft. Hier hätte Beister fast noch den Fuß angekriegt zum 2:0. Aber es blieb bei diesem glücklichen Heimerfolg für Uerdingen, da sie den Treffer eben gemacht haben und Meppen zu schwach im Abschluss war. Der VfL Osnabrück ist wirklich sensationell in die Liga gestartet. 2 Spiele, 2 Siege. Der TSV 1860 München kommt aber mit einem 5:1 gegen Lotte im Rücken hier an die Bremer Brücke. Und sie hatten in den hellblauen Trikots von rechts nach links eine überragende Anfangsphase. Das ist Quirin Moll, der den Ball lange halten kann. Und dann macht Grimaldi da so einen Zauberschuss. Adriano Grimaldi, zweites Saisontor. 5 Spielminuten waren da gerade mal von der Uhr. Und die Gäste führten mit 1:0. Den trifft er perfekt. Susac kann nicht mehr reingrätschen. Und für Körber im Kasten ist auch nichts mehr zu halten. Es war ein Albtraumstart für Osnabrück und es ging noch schlimmer weiter. Grimaldi mit der Vorlage und Daniel Wein in der 19. Minute erhöhte auf 2:0. Es war sein erster Saisontreffer für die Löwen. Der Gästeblock war in bester Stimmung auch ausverkauft. Diese Partie zweier Traditionsvereine mit dem besseren Start für den TSV. Aber Osnabrück versuchte dann wieder ranzuklopfen. Ein Treffer hätte es schon mal wieder heiß machen können, aber aus kurzer Distanz scheitert Blacher hier an Bohnmann. Aber es gab nach nicht mal einer halben Stunde die Möglichkeit zum 1:2. Handspiel soll es hier gewesen sein, fragwürdige Entscheidung. Aber es gab eben den Elfmeter und Tim Danneberg nahm sich der Sache an. Danneberg kläglich, links unten vorbei. Kennt man so sonst nicht von ihm, ein sicherer Schütze in der Regel. Aber den verhaut er mal so komplett. Wer dachte, Osnabrück würde sich aufgeben, der hatte aber die Rechnung mit der falschen Mannschaft gemacht. Denn David Blacher konnte in der 32. Minute zum 1:2 anschließen. Es war eine überragende Partie, eine unterhaltsame Partie, die alles zu bieten hatte. Elfmeter, verschossene Großchancen und Tore, Tore, Tore. 1:2 nach 32 Spielminuten und die erste Halbzeit hatte noch nicht genug. Osnabrück wollte das 2:2, das sah man. Uahim wird hier bedient, trifft gegen Bohnmann. Erstmal nur den Pfosten, aber der ist unachtsam und dann fällt das 2:2. Anas Uahim im Derby getroffen gegen Meppen zum 2:0 in der Schlussminute. Macht er alles klar und jetzt ist er wieder erfolgreich. Vom Stadionsprecher in Meppen wurde er noch als Ananas Uahim bezeichnet. Anas Uahim ist sein richtiger Name und jetzt trifft er
zum 2:2. Wir springen in den zweiten Durchgang, Stunde knapp gespielt und es gab dann mehr und mehr Kontermöglichkeiten. Rennecke ist das, Rennecke, aber in die Arme von Bohnmann. Kein Problem, den fängt er ganz locker ab. Es war nicht mehr ganz so spektakulär, aber es gab trotzdem viele Chancen. Sascha Mölders ist das mit der Vorlage. Grimaldi, der den Winkel heute wirklich anvisiert hatte, der hätte auch wieder perfekt gepasst. Aber Körber war diesmal auf der Höhe und kann den Klasse rausfischen. Supertat, der auch schon gegen Würzburg eine klasse Heimpartie ablieferte. Der anschließende Eckschuss von der linken Seite, ebenfalls gefährlich. Lex, aber rechts vorbei. Hatte getroffen gegen Lotte, wurde eingewechselt. Hier war er jedoch noch etwas unglücklich im Abschluss. Es stand 2:2 bis 10 Minuten vor dem Ende. Dann nochmal Farona Pulido kam, der, wie schon eben angesprochen, im Heimspiel gegen Würzburg in letzter Minute das 2:1 machen konnte. Unglücklich, aber nochmal die Möglichkeit, wieder Farona Pulido. Ihm war heute nichts mehr vergönnt. Eine herausragende Partie, wirklich hervorstechend, endet mit 2:2. Keine Tore im zweiten Durchgang, es hätte aber durchaus 3:3 oder 4:4 ausgehen können. 1860 München nimmt einen Punkt von der Bremer Brücke mit und damit können sicherlich aber auch die Osnabrücker zufrieden sein. Die Lotter bekamen eine richtige Klatsche. An der Grünwalder Straße wurden sie mit 1:5 aus München herausgefegt. Sonnenhof Brus Asbach trotzte dem Favoriten aus Kaiserslautern zumindest einen Punkt ab. Und hier hatten sie auch die bessere Anfangsphase. Hercher nach 4 Minuten mit der Möglichkeit zum 1:0. Das hätte es vielleicht schon sein müssen. Dann trifft er nicht ganz optimal und dann geht er deutlich links am Kasten vorbei. Aber auch Lotte spielte nach vorne. Das erste Spiel hatten sie zu Hause ja 0:0 gespielt gegen Meppen. Hier waren sie um ein Haar am ersten Heimtor dran. Aber einmal Broll überragend und dann ist der Winkel zu spitz und es wird der Pfosten getroffen. Keine Tore also im ersten Durchgang. Dachte man nochmal Lotte und wieder das Aluminium. Das hätte es wirklich sein müssen. Hämmert mit voller Gewalt den Ball fast in den Knick, aber trifft auch nur die Latte. Zweiter Durchgang, dann Binakay mit der Vorlage auf Baku und Lotte kann sich beim Keeper bedanken, dass hier nicht das 1:0 fällt. Super Tat, da streckt er sich, macht sich ganz lang und fischt den gerade noch so aus dem Winkel. Aber in der 68. Minute gab es Strafstoß für die Gäste. Da wird Pelivan komplett umgehauen und es gibt den Strafstoß. Timo Röttger nahm sich der Sache an und verwandelte auch gegen Kaiserslautern einen absoluten traumhaften Lupfer zum 1:0 verwandelt. Jetzt macht er in der 69. Spielminute das 0:1 per Strafstoß. Also sein zweites Saisontor und es schien so, als würde Groß Asbach hier als Sieger vorm Platz gehen. Aber in der 90. Minute auf der anderen Seite gab es dann auch Strafstoß. Pelivan einen rausgeholt, einen verursacht. Völlig unmotiviert ruppt er da in Österhellweg rein. Der nahm sich der Sache selbst an und verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Sein erstes Saisontor per Elfmeter trifft er also. Zumindest den Punkt kann Lotte sich noch retten. In letzter Minute schiebt er den Ball unten links ein. Broll entscheidet sich für die Mitte, ist aber dann im Pech. Lotte rettet einen Punkt in letzter Minute also. Pelivan tragischer Held an diesem Abend und Groß Asbach nimmt zumindest den zweiten Punkt mit zurück in die Heimat. Nach der Auftaktpleite gegen Cottbus konnte sich Rostock am letzten Freitag gegen Braunschweig mit einem 2:0 erholen und jetzt sollte Wien Wiesbaden dran glauben, die nicht so gut in die Saison gestartet sind und die erste Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern. Breyer ist das per Kopf, aber noch deutlich zu ungefährlich, aber es deutete sich so ein wenig an, wohin diese Partie gehen könnte, weil Rostock wirklich motiviert war, den zweiten Heimsieg in Folge festzumachen. 20 Minuten gespielt, dann kam aber auch mal der Gast aus Wiesbaden. Schipnowski ist das, aber tolle Parade von Johannes Gelios, der das 0:1 verhindert. Und dann dieser überragende Ball von Königs auf Sebi Suku. Der hatte ja den Doppelpack gegen Braunschweig schnüren können, scheitert hier aber an Kolke, der klasse reagiert. Aber wenn er platziert geschossen wird, dann darf ein Keeper aus der Distanz eigentlich keine Möglichkeit haben, den Ball zu parieren. Es war aber eben zu unplatziert. Der zweite Durchgang, überragende Startsituation. Suko mit der Flanke und Königs vollstreckt. Erstes Saisontor für den Neuzugang, 48. Minute.
Suku diesmal macht das nicht selbst, diesmal legt er vor. Wirklich eine klasse Flanke und dann ist Königs mit seiner Kopfballstärke gefragt. Setz sich deine Mitte durch und für Kolke ist dann nichts mehr zu machen. Und Rostock spielte sich jetzt in einen Rausch. 63. Minute, Breyer kann den Ball lange halten. Das ist dann Amaury Bischoff und der Portugiese mit dem 2:0. 64. Minute, Wien Wiesbaden im doppelten Hintertreffen, weil sie die Anfangsphase bis in die mittlere Phase des zweiten Durchgangs komplett verpennten. Und es sah alles nach dem zweiten Sieg in Folge aus für den FC Hansa Rostock. Und dann schauen wir nochmal drauf. Bischoff unten rechts rein gegen Kolke, der aus der Distanz chancenlos ist und mal wieder nichts machen kann. Mal wieder alleine gelassen war und Rostock wollte zu Null spielen, aber da hatte Wien Wiesbaden etwas gegen nochmal Schipnowski, aber er blieb auch glücklos an diesem Mittwochabend. Schöner Versuch, aber auch der traf nicht das Netz. Und so gewinnt Rostock zum zweiten Mal in Folge zu Hause mit 2:0. Suku diesmal nicht mit einem Doppelpack, aber mit einer Vorlage. Und damit können dann die Rostocker sicherlich auch sehr gut leben. Wer hätte gedacht, dass Energie Cottbus so herausragend in die Saison startet? 5:0 Tore stehen da nach zwei Spielen auf dem Tableau. Und das wollten sie auch hier fortführen, aber Unterhaching kam nach dem 0:0 gegen allen besser in die Partie. Aber nach 10 Minuten eine zu schwache Abschlussaktion von Unterhaching. Eine Viertelstunde jetzt gespielt, Cottbus kam auch nach vorne. Vieteriti mit der Freistoßmöglichkeit auf Zimmer, der es da versucht, sich wirklich ärgert, das war ganz knapp. Er kommt per Kopf ran, setzt sich da gut durch im Zweikampf, aber scheitert dann ganz knapp an sich selbst. Auf der anderen Seite gab es dann durch dieses Foul von Andrej Starzew 11 Meter für Unterhaching, es gab keine Karte, Glück für den rechten Verteidiger. Stefan Hein nahm sich der Sache an, aber Aftus Bahic konnte diesen schwach getretenen Elfmeter sogar festhalten, die Höchststrafe für einen Stürmer. Hein hatte den Elfmeter selber rausgeholt und 10 Minuten vor der Pause kam dann Weidlich mit diesem Querpass auf, wie natürlich Streli Mamba, drittes Saisontor, zwei hat er schon vorbereitet, jetzt macht er sein drittes in dieser Saison, der ist herausragend drauf. 37. Minute, Cottbus in Führung, weil Unterhaching den Elfmeter verschossen hatte und Weidlich die Übersicht hat. Streli Mamba steht komplett frei und schiebt dann ein, das für Königshofer nichts mehr zu halten. Aber vor der Pause nochmal Unterhaching, Hufnagel auf Schimmer, ganz knapp vorbei. Sascha Bigalke handelte sich ja in der 89. Minute noch durch Meckern die gelb-rote Karte ein, deswegen Schimmer heute von Anfang an dabei. Und vor der Pause nochmal Unterhaching. Stefan Hein wollte seinen vergebenen Strafstoß wieder gut machen, trifft hier aber nur das Außennetz. Das war wirklich ärgerlich, aber ansonsten wäre Aftus Bajic theoretisch auch noch zur Stelle gewesen. Der zweite Durchgang war dann von Langeweile geprägt. Bis 10 Minuten vor dem Ende dann mal dieser Verzweiflungsflankenball kam von Porat. Aber das war ein bisschen sinnbildlich für die zweite Hälfte, wo Unterhaching wirklich gar nichts mehr fast zustande brachte. Aber auch Cottbus hielt den Ball einfach nur noch von eigenem Tor fern. Endres war dazwischen, verhinderte das 2:0, aber es war egal. Cottbus gewinnt mit 1:0. Man merkt, dass die englische Woche in den Knochen sitzt bei allen. Cottbus gewinnt diesen Mittwochabend ganz verdient mit 1:0. Jo, das war die Prognose zum zweiten Teil der dritten Liga. Wenn ihr den anderen noch nicht gesehen habt, der ist ja auf meinem Kanal oder oben rechts vielleicht auch in der Infokarte, wenn ich dran denke. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, ja, dann kommt morgen wahrscheinlich auch schon zweite Liga. Naja, danke fürs Zuschauen und ciao.